Hallo zusammen. Heute gibt es einen feinen Mandelkirschkuchen, einen aus meiner alten Rezeptsammlung. Und ich will jetzt kleine Kuchen backen, nur für meine Frau und für mich. Und deswegen werden die Rezepte jetzt umgeschrieben auf kleine 18 cm Backformen. Und ihr seht dann, was hier rauskommt. Es handelt sich um Rezepte, die ich schon lange wieder mal backen wollte, aber es fehlte mir einfach die Zeit, weil ich für euch immer neue Rezepte vorgestellt habe. Die Originalrezepte könnt ihr in einem von meinen drei Büchern nachlesen, die ich ja, wie ihr wisst, zur Verfügung stelle. Ja, und diese Rezepte bekommt ihr solange ich bei Gesundheit bin und noch meinen Kanal bediene mit Videos und vielleicht auch noch neue Rezepte. So, und jetzt zum Wesentlichen. Die Zutaten werden alle vorbereitet und da es ja meistens nur kleine Mengen sind, zum Abwiegen habe ich auch meine kleine Waage rausgeholt. Da lassen sich dann besser 40 oder 50 oder 60 Gramm abwiegen. Die Backform ist 18 cm und natürlich ist auch die Prise Salz etwas kleiner. Und für diesen Kuchen brauche ich Kirschen, also habe ich noch tiefgefrorene vom letzten Jahr in der Truhe drin. Und die werden jetzt abgewogen, etwa 200 Gramm. Und da sie gefroren gebacken werden, kommt jetzt noch etwas Speisestärke dazu und diese Speisestärke bindet den Saft, der dann entsteht, wenn die Kirsche auftaut während dem Backen. So, und jetzt wird die Butter mit den Gewürzen und dem Zucker schaumig gerührt und damit es etwas besser geht, kommt noch ein Eigelb dazu. Ja, und mit dem Handrührgerät ist es ja etwas problematischer, das richtig aufzuschlagen und schaumig zu rühren und deswegen nicht auf die Schnelle, sondern nehmt euch Zeit, das richtig gut schaumig zu rühren, bis der Kristallzucker sich aufgelöst hat. Ja, und dann wie bei der großen Masse Mehl und Eier abwechselnd darunter rühren und auf keinen Fall die ganze Masse schaumig rühren. Sobald Mehl unter der Masse ist, darf sie nicht mehr schaumig gerührt werden. Das Mehl verändert sich und die Masse wird dann schmierig und zum Ende habt ihr dann einen schmierigen und speckigen Kuchen. Das ist bestimmt schon jedem passiert, der es gut gemeint hat und das alles schaumig gerührt hat. Ja, ein Teil von der Masse wird nun in die kleine Form eingefüllt. Den Boden, den haben wir ja mit Backpapier ausgelegt, eingeklemmt, damit er sich jetzt beim Einstreichen nicht bewegt. Und anschließend kommt jetzt dann der kleine Geheimtipp, wird einfach Oblade auf den Teig gelegt, einzelne Obladen, also nicht zwei, drei übereinander, sondern nur einzelne Obladen. Einfach nur drauflegen, dann können sich die Kirschen oder andere Früchte, die ihr einlegen wollt, nicht verdrücken. Also die hauen nicht ab und gehen auf den Boden zurück. Und jetzt kommen die mit Speisestärke bemehlten Kirschen drauf. Nur eine Klage, also nicht übereinander. Da reicht die Masse nicht aus, die jetzt oben drauf kommt. Und sollte das wirklich zu wenig sein, ihr könnt ja dann auch Streusel herstellen und dann einfach nur Streusel drauflegen. Sehr vorsichtig draufstreichen und die Masse sollte eigentlich nicht zwischen den Kirschen sein. Also genug Kirschen drauf geben und dann die restlichen oben drauf. So, die kann man ja nicht irgendwie entsorgen, die werden einfach mitgebacken. Tja, und hier habe ich dann meine Mandelstücke. Die habe ich natürlich wieder mal vergessen. Es gibt halt jetzt einen Mandelkirschkuchen ohne Mandeln. Naja, schmeckt auch. Bei 180 Grad etwa eine Stunde bei Umluft backen,
aus der Form rausnehmen, gut auskühlen lassen, nach Möglichkeit etwas ruhen lassen, also einen Tag zuvor backen, wenn es irgendwie geht. Leicht mit Puderzucker bestauben und dann einfach genießen. Und ich kann euch sagen, es war nicht verkehrt, diesen Kuchen noch einmal zu backen. Der war wirklich wunderbar. Tja, dann tschüss, bis zu den nächsten kleinen Kuchen.